US-Copyright-Amt bestätigt worden in mehreren Entscheidungen und es gibt auch eine erste Gerichtsentscheidung aus den USA. Und hier ging es ein Teil, ein Verfahren, das hier das US-Copyright-Amt sich beschäftigt hat, ist von einer bekannten KI-Künstlerin. Und die hat ein KI-generiertes Comic eingereicht, Zarya of the Dawn. Ist ganz schön, es steht auch online offen zur Verfügung. Und hat die Frage gestellt, ob sie das schützen kann nach dem Urheberrecht. Und da hat das Copyright-Amt gesagt, ja, das kannst du schützen, aber du schützt nur das Comic. Das Comic als Sammelwerk. Als Sammelwerk aus Bildern, Texte und Anordnung. Das ist die geistige Schöpfung. Was nicht geschützt sind, sind deine Bilder. Weil deine Bilder hast du zwar auch nachbearbeitet, aber im Kern sind deine Bilder KI generiert und deswegen eben kein Ergebnis, das ist in den USA ähnlich.